Dieser KV-1B, ne? Wie schnell ist der Tiefenthalt? Den habe ich eben im Simulator weggeknallt. Achso. Weil man den nicht unterscheiden kann von einem. Ja. Seitlich halt das deutsche Kreuz drauf, aber sieht man nicht gescheit. Seitlich ist halt das deutsche Kreuz drauf, aber sieht man nicht gescheit. Nee, im Simulator kannst du das Ding nicht verwenden als Deutscher. Das ist total schwachsinnig, den zu verwenden. Ich würde das Ascharad rausgeschossen. Also wir sind ja schon wieder auf 4-7, hier ist meine Kanone wieder nutzlos. Was soll ich denn sagen? Haben wir die gleiche Kanone? Nee, ich glaube, du hast die bessere, oder? Ich glaube, meine ist ein bisschen länger. Ja. Oder macht auch keinen Unterschied. 71 mm kann ich mir nicht drehen. Cool. Ich habe ja schon fest damit gerechnet, dass wir mindestens auf 5-0 gematcht werden. Hoppala! Ach, der ist schon tot. Ja. Rast einfach da. Und ich sehe nichts. Alles platzt hier schon, bevor ich überhaupt in Position bin. Der Feind hat die Initiative. Na, ich bin raus. Negativ finde ich. Unbeschädigt, unbeschädigt. Ach du Scheiße, sind so viele Gegner. Der Spawn wird beschossen. Von wo? Ach, Ati. Alles klar. So, ich stehe jetzt allein bei A und wo sind meine Spinnen? Nein, ich stehe unten bei A. Ach du Scheiße, was kommt denn da alles? Oh, Schande. Keine Angst, Kuldo, ich komme und rette dich. Yay. Bis du ankommst, ist die Runde vorbei. Oh nee, das ist ein KV2. Können wir jetzt mal eine Challenge machen. Schafft es Intrieb, noch mehr Punkte als du abzuziehen. Scheiße, ja. Na, das war's da nicht mehr raus. Wird dir gerade so in Stücke geschossen, dass ich nichts mehr machen kann. Eine M16 hat mich jetzt zerstört. Bleibst du da? Wieso kann der noch rückwärts fahren, wenn der Motor kaputt ist? Bleibst du da? Und weg ist er. Na, immerhin kann ich jetzt eventuell noch meinen Spaß beim Flieger haben. Ja. Es läuft besser als erwartet mit dem KV-1. Ach komm, BF 109, jetzt flieg doch nicht weg von diesem scheiß Flugzeug da hinten.
So, ich fahre mal ganz schnell in A rein und wieder raus. Um das ein bisschen schnell zu neutralisieren. Und kurz Gang. So, und jetzt können wir wieder auf die Gegner warten. Sehr schön. Ja, die BF-109 hat sich jetzt zersägen lassen von so einem scheiß Ami-Flieger. Ohne Probleme. Weil sie zu blöd war, um beim Kacken zu stinken. Und der nächste, der jetzt dran ist, bin ich. Hey Skuldo, das hier ist die andere Beta-Karte. Kuban, ja genau. Immer kurz weg, ne? Jungs? Jo. Jo. Soll ich doch in A reinfahren? Ich fahr jetzt einfach in A rein. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann ist es halt so. Ah, ich bin tot. Nein, keine Bomben. Keine Bomben. Nein. Ich habe Glück. Okay. Lustig. Es ist echt lustig. Mit dem Kaffee 1 geht's auf einmal voll. Muss ich alleine versuchen, 6 gegnerische Jäger zu bekämpfen? Schön. Mach nicht mit der Bombe. Du könntest dich mal um die B25 kümmern. Ja, aber hier fliegt eine P63 rum. Das ist Schwachsinn, wenn ich jetzt die B25 anfliege. Da fliege ich nämlich gleich vom Himmel. Oh, leck. Too much Bomben. Ich sehe hier alleine 4 gegnerische Jäger in der Luft. Und ich bin komplett alleine, also. Meine Fresse. Nur Bomben überall. Die betreiben noch ein bisschen. Und übertreiben die, die haben die komplette Lufthoheit und das wissen die genau. Tja, aber die können halt das damit nicht A erobern. Das mag sein. Eben, Skulde, du hast es erfasst. Sollen die ruhig alle in der Luft unterwegs sein, die Vollpfosten? Genau, deswegen verlieren die ja immer diese ganzen Spiele, die Idioten. Ja, Treffer! Der hat geschossen, Feind zerstört! Ha. Die Kanone ist doch effektiver als erwartet, irgendwie. Na, die P38 ist Geschichte. Sehr gut. Jetzt die B25 hin. Die ist wahrscheinlich zurückfliegen zu Bursts. Kann sein. Unbeschädigt. Danke dir! Das geschieht ihm recht. Ja, Treffer! Kommt noch ein KV-2? Von denen? Ich sehe wieder 2 gegnerische Jäger am Himmel. Und die sind höher als ich. Und wo ist der KV-2? Ungefähr Kreuz 5-7 DF. Nur so oben auf dem Hügel. Boah, solange man mich nicht von hinten abfertigen kann. Ich hab den mit dem ersten Treffer Geschützverschluss zerdeppert und dann hat er sich zurückgezogen. Okay. Hat mich. So viel zum Geschützverschluss. Ja, irgendwann ist er repariert.
Hat das doch öfters noch drauf geschossen. Achso, das wird auch so geil. Ich verstehe. Kann es sein, dass unser gesamtes Team nur noch aus Flux besteht? Nein. Ah, das machen die Gamaxim. Oh nein, es kommen die Bomben. Glaub nicht. So, A kann man von unserer Seite extrem gut verteidigen. Hier stehen wir hinter dem Felsen und sehe genau, wenn sie aus ihrem Spawn rausfahren. Solange jetzt der KV-2 nicht von hinten kommt, alles gut. Toodles, wann hast du eigentlich die Basis erobert, den Cap? Das ist schon eine Weile her. Kann ich hier ist bekommen. Ein Gegner und fährt gerade eine Flak aus deren Basis raus und noch ein anderer Panzer. Sollen sie kommen? Ich stehe bereit. Oh, gegnerischer Flieger. Da. Oh, Kacke. A36 abgeknallt und da kommt noch ein Bomber bei euch rein, ne? Schlecht. Ich versuche den noch abzufangen, aber ob ich das schaffe, ist fraglich. Der ist so weit weg, glaube ich. Ich muss mich jetzt um die A36 kümmern. Ne, der fliegt an. Ja, der erwischt mich jetzt mit der Bombe. Kann ich wegfahren. War trotzdem eine coole Runde zu stellen. Toll, du bist mit 2 Flugzeugabschüssen trotzdem besser als ich mit 7 Panzerabschüssen. Ja. So. Denn das Belohnungssystem ist ja auf Ground Forces ausgelegt, das merkt man ja. Leider Gottes hat mir aber diese scheiß IL-2 jetzt den Motor rausgenommen. Ich komme jetzt also nicht mehr zur Basis zurück. Also A habe ich es eigentlich im Alleingang verteidigt. Da musst du auf dem Captain landen. Also ich bin erfolgreich gelandet, ich habe mir nur das Fahrwerk abgerissen. Schulter KV2. Im Blit, du hast Zeit mit der KV2. Ja, das ist aber auch so ein Kandidat für mein Video, welches ich eben angesprochen habe. Kam von ganz hinten der Schuss. Und das mal mit dem KV2. So. Also auf dem BS der KV1 echt gut. Eins oder zwei?